ist der Sommer da, schon geht's wieder los. Die Autoschlangen qualmen, die Fahrer mit Hut fahren wieder viel zu dicht auf und die Reisewelle rollt vorbei. Vorbei an den schönen Dingen links und rechts der Piste, vorbei an Wäldern, Flüssen, Auen, Frauen und an den Restaurants, die am Rand der Autobahn so traut und einladend mit ihren kleinen McDonald's M winken. Ach, lasst sie nicht vergebens winken, winkt doch wenigstens zurück. Früher war doch alles viel bequemer. Da sagte Mutti immer, Thomas isst Salat. Aber heute muss man selber dafür sorgen, dass in den Körper regelmäßig von oben die Vitamine nachgefüllt werden. Darum haben die von McDonald's ja jetzt noch einen Salat mehr im Programm. Diesmal als Beilage mit Radieschen, Karotten, Eisbergsalat und so weiter. Heißt kleiner Gartensalat. Und der Erlös kommt wie immer McDonald's zugute, aber die Vitamine eben. Frau Kroppenstiel, Ihr Einsatz. Ja, Goethe. Oh, Pastor Schulter, fremder Gott, besuch mich hier im Nudelpott. Mach mir Danke. Die Nudeln richtig heiß und führ mich nicht aufs fremde Gleis. Falsche Gleis. Die nächste. McDonald's unglaublich, aber wahr Quiz. Was ist eigentlich die Aorta? Ein Baby? Ja, wo ist denn die kleine Aorta? Ein Turm? Geradeaus bis zur Aorta, dann schräg links. Eine Arterie? Ute, meine Aorta schlägt nur für dich. Was ist ein Tapir? Ein Omelette? Schatz, ich hau einen Tapir in die Pfanne. Ein Gedicht? Tapsig taps der Tapir durch die Tannen. Ein Tier? Ihr Schwein sieht aber komisch aus. Ist ja auch ein Tapir. Was ist Schaschlik? Ein Trinkspruch? Schaschlik. 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 Eine Erkältung? Schaschlik. Gesundheit. Oder ein bulgarischer Hirtenspieß? Hirten, stillgestanden! Sitz, Dieter, sitz! Aber ich will doch... Sitz! In den 13 neuen Kinos im Cinedom sind die Sitze breiter und bequemer. Cinedom. Das Größte in Köln. Noch 10 Minuten bis zum Anpfiff, meine Damen und Herren. Der Fernseher läuft sich schon mal warm. Doch da ertönt ein lautes Magenknurren. Hunger! Und das während der Europameisterschaft. Und 11 Meter! Noch 11 Meter bis zum Kühlschrank. Unaufhaltsam stürmt man auf ihn zu. Denkt nur noch ans Essen. Reißt die Kühlschranktüre auf. Und nix drin. Da hilft nur noch eins. McDonald's. Inoffizieller Nahrungslieferant der deutschen Fußballfans. Elke, Telefon. Ich komm ja schon. Bratbäcker? Frau Bratbäcker? Ja? Hermann, dieses verrückte Huhn ruft schon wieder an. Erinnern Sie sich noch? Damals, vor mehr als einem Jahr? Dieses verrückte Huhn ist schon... 2 Jahre sind seitdem vergangen. Frau Bratbäcker hat sich mit ihrem Mann nach Kerpensindorf im Rheinland zurückgezogen. Langsam beginnt sie zu vergessen. Und alles könnte so schön sein. Hülsenkampf? Frau Bratbäcker? Elke, für dich! Komm ja schon! Bratbäcker? Es ist wieder da. Es findet dich, wo du auch bist. Und dann bist du dran. Frau Bratbäcker? Ja? Die Rückkehr des verrückten Huhns. Mit McChicken, einem Brötchen mit zartem Hähnchenfleisch und knackigem Salat. Mit Frau Bratbäcker, dem Huhn, Hermann und der Frage... Was will uns diese Werbesendung sagen? McChicken Teil 3. Die Rückkehr. Jetzt bei McDonald's. Du, Herr Hugendubel, wieso ist denn in manchen Büchern so viel drin und in anderen so wenig? Das täuscht. Vergleich doch mal den Handke mit dem Simmel. Der Simmel ist dick und voluminös, aber der Handke ist klein und schmal, denn der ist aus Konzentrat. Bücher von konzentrierten, frisch ausgepressten Autoren. Hugendubel, die Welt der Bücher. Dort, wo Deutschland am schwärzesten ist, wo sich der weiße Mann nur mit der Taschenlampe hintraut, da ist er zu Hause. Der dunkle Bruder des Goldbären. Wenige durften bisher sehen, wie das wilde schwarze Gummibärchen durchs Unterholz bolzt, wie es durch die Tannenwälder bricht, um den Tüten zu entgehen, in denen die Männer von Haribo den Schwarzbären seines Lakritzgeschmackes wegen fangen wollen. Und wenn sie ihn dann haben, dann dröhnt ihr Chor dumpf durch die Nacht. Haribo, Kinder! Grüß die Winnetou, Häuptling der Apachen. Was gibt's Neues? Weißer Mann kommt gerade aus Bayern. Heute haben wir Grund zum Feiern. Kriegsbeil? Nein, nicht brauchen dies. Weißer Mann bringt Nockergrieß. Der Nockergrieß von Bernbacher. Mag ja sein, dass Sie als typischer Feinschmecker fragen, kennt sich der Gottschalk eigentlich aus? Hatten wirklich Ahnung von Gummibärchen? Und ob ich die habe? Nehmen wir doch nur eins von diesen frischen Goldbeeren. Schon beim ersten Schmecken merkt der Kenner, es war eine gute Gummibärchenernte dieses Jahr. Die Goldbeeren gehen gut rein, sind fruchtig und edel im Bukett und dabei angenehm und leicht im Bauch.
Manche Sachen führen mit ihrem Namen ja die Leute in die Irre. Windbeutel zum Beispiel. Kein bisschen Wind drin. Im Sandkuchen ist kein Sand. So werden harmlose Verbraucher wie Sie und ich jeden Tag reingelegt. Bei Haribo passiert sowas nicht, denn ihre Gummibärchen heißen nämlich nicht Gummi, sondern Goldbären. Weil da nämlich nicht die kleinste Spur Gummi drin zu finden ist. Gold allerdings auch nicht. Dieses Jahr wird sie ja 100 Jahre deutsch. Helgoland, die Insel, bei deren Anblick früher die Seemänner ihren Frauen zuriefen: Helgoland! Die Insel weit draußen in der Nordsee, deren Bewohner nachts trotzig und unbeugsam von 60 Seemeilen entfernten Fischmeck mit Pommes und McSunday-Eisbechern träumen. Alles Gute, Helgoland! Wieso machen die von McDonald's da eigentlich kein Restaurant auf? Es ist Winterszeit in Deutschland, die Autos haben sich ihre dicken Winterreifen übergezogen und am Himmel sieht man schon tagsüber den Mond. Die Menschen haben sich ganz tief in ihre kleinen Häuser eingekuschelt und nur manchmal steckt einer seine Nase raus und läuft mit weißem Atem durch die Kälte zu McDonald's und kommt mit einem McBacon zurück, dem schönen Doppelcheeseburger mit knusprigem Speck, den es jetzt wieder bei McDonald's gibt. Und dann, ja und dann denkt er... Wieder Schwepps über Werbung. Ja, manchmal gelingt es der Werbung, Ohrwürmer zu schaffen. Manche Sprüche, die ganz harmlos anfangen, kommen einem dann zu den Ohren raus. Zum Beispiel: Ich hasse Schokoflocken. Schwepps ist da anders. Wir arbeiten ohne Tricks und doppelten Boden. Damit Sie schon nach dem ersten Schluck Schwepps sagen können: Das ist kein Jim Beam. Und schon wissen alle, der kennt sich aus.